Ostafrika ist ein Besitz des Deutschen Reiches. Die Hauptstadt ist Dar es Salaam. Dort wohnt der kaiserliche Gouverneur, welcher anstelle des Kaisers dieses Land regiert. Unser Kaiser heißt Wilhelm II. Er wird Deutscher Kaiser genannt. Er ist am 27. Januar 1859 in Berlin geboren. Wir wollen unseren Kaiser lieben, denn er ist ein weiser und gütiger Fürst. Er regiert über das deutsche Volk. Er regiert auch über dieses Land. Kamerun, Deutsch-Südwest, Deutsch-Ostafrika. Als im Jahre 1884 das deutsche Kolonialzeitalter begann, war der schwarze Erdteil noch ein unerforschter Kontinent. Afrikareisende wie die Deutschen Gustav Nachtigall, Gerhard Rolfs und Eduard Schnitzler durchquerten die Sahara und drangen bis zu den Nilquellen, dem Sudan und Nigeria vor. Sie brachten erste Kunde von unbekannten Königreichen, fremden Kulturen, geheimnisvollen Riten und Religionen. Erlausche nur geschwind die Wesen in den Dingen. Hör sie im Feuer singen, hör sie im Wasser mahnen und lausche in den Wind. Der Seufzer im Gebüsch, das ist der Hauch der Ahnen. Die gestorben sind, sind niemals fort. Sie sind in den Brüsten des Weibes, sie sind in dem Kind ihres Leibes, sie sind in dem Streit, der sich regt. Sie sind nicht unter der Erde. Sie sind in dem Brand, der sich legt, sie sind in den Gräsern, die weinen, sie sind in den Felsen, die greinen, sie sind im Wald, in der Wohnung, im Brot. Die Toten sind nicht tot. Die ersten Europäer kamen damals über die östliche Route zu uns. Hier durch, darüber bis hinauf ins Dorf Mlalo. In Mlalo trafen sie den Fürsten des Landes, Sikinyashi. Sie wurden freundlich empfangen. Man gab ihnen einen Platz, wo sie die Nacht verbringen konnten. Sie stellten ihre Zelte auf. Der Fürst rief seine Minister zusammen, beriet mit ihnen, was man mit den Besuchern tun könnte. Die weißen Männer sagten, sie wären gekommen, um die Worte Gottes zu verbreiten. Die Missionare blieben. Sie bauten Kirchen, lehrten das Evangelium, erforschten das Land und versuchten, das Misstrauen der Afrikaner zu überwinden. Sie wurden zur Vorhut der Kolonialherren. Missionswissenschaftler Schmidlin: Die Mission ist es, die unsere Kolonien geistig erobert und innerlich assimiliert. Der Staat kann durch Strafen und Gesetze den physischen Gehorsam erzwingen. Die seelische Unterwürfigkeit und Anhänglichkeit der Eingeborenen bringt die Mission zustande. Kolonisieren ist missionieren. Missionieren ist kolonisieren. Abenteurer und Seefahrer sind natürlich schon vor Jahrhunderten mit Afrika in Berührung gekommen. Dieses Kreuz errichtete der Portugiese Bartolomeo Dias 1487 an der rauen Küste des späteren Deutsch-Südwestafrikas. Eine Briefmarkenserie dokumentiert Geschichte. Auch die Preußen versuchten einmal auf dem schwarzen Kontinent Fuß zu fassen. 1681 sandte der große Kurfürst Friedrich Wilhelm 5 Schiffe an die Pfeffer- und Goldküste, um sich am Sklavenhandel zu beteiligen. Hamburger und Bremer Kaufleute, die später zur Lobby einer aktiven Kolonialpolitik des Deutschen Reiches gehörten, kamen erst um 1840 zum Küstenhandel mit afrikanischen Völkern.
waren dann aber umso erfolgreicher. Die Firma Oswald zum Beispiel verdiente viel Geld in Westafrika mit der Lieferung von Kauri-Muscheln, dem damaligen Zahlungsmittel, die sie gegen Palmöl, Elfenbein und Gewürze eintauschte. 1849 errichtete sie eine Niederlassung in Sansibar, dem Umschlagplatz des Handels zwischen Indien und Ostafrika. Die Bremer Firma Vitor begann ihren Handel an der Goldküste mit der Versorgung der Norddeutschen Missionsgesellschaft, die sich anfangs auch um die Abwicklung der Geschäfte kümmerte. Später eröffneten die Brüder Vitor eigene Faktoreien. Adolf Wörmann war einer der erfolgreichsten Afrika-Händler und Reeder. Er baute eine eigene Dampferlinie auf, die ihm während der Kolonialzeit ein Vermögen einbrachte. Wörmann errichtete 1868 eine ständige Faktorei am Kamerunfluss, anfangs auf einer Hulk, einem ausgedienten Segelschiff. Gehandelt wurde damals mit Textilien, Eisenwaren, vor allem aber mit Schießpulver, Tabak und Spirituosen. Billiger Fusel machte im Jahre 1884 66% der Hamburger Exporte aus. Die Folgen waren für die afrikanische Bevölkerung verheerend. Ein anderer Deutscher, der Geschichte machte, war der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz. Er erlernte im väterlichen Haus das Tabakgeschäft, bereiste Nordamerika und übernahm dann die väterliche Firma. Nach erfolgreicher Tätigkeit in Lagos lernte er Heinrich Vogelsang kennen und sandte ihn 1883 mit der Brig Tilly nach Südwestafrika, wo man bedeutende Bodenschätze, vor allem Gold und Diamanten, vermutete. Vogelsang hatte den Auftrag, von den einheimischen Häuptlingen Land zu erwerben. Karl von Pestalozzi, der das bis heute erhaltene Reisetagebuch führte, berichtet von der Landung in Angra Pequeña. Am 12. April verließen wir die Tilly. Und es war ein ernster, wichtiger Moment, als wir alle unseren Fuß an Land setzten. Das Zelt wurde errichtet, Matratzen und Gepäck geordnet und mit dem Ausladen des Pulvers begonnen. Am Abend ließen wir die Becher kreisen, tranken auf das Wohl der Firma und unseres Chefs und tauften den Ort Fort Vogelsang. Vogelsang schloss in Bethanien mit Josef Fredericks zwei Verträge, in denen der Hottentottenhäuptling für 260 Gewehre und 600 englische Pfund der Firma Lüderitz fast sein ganzes Stammesgebiet abtrat, da er den Begriff der deutschen geografischen Meile nicht kannte, den Vogelsang im Vertrag benutzte. Gustav Nachtigalls Absicht, diesen Betrug zu korrigieren, scheiterte an der Sturheit des Auswärtigen Amtes. Die Rheinische Mission, seit 1814 in Bethanien tätig, suchte seit Jahren den Schutz des Reiches. Und so war Missionar Bamm, Vogelsangs bester Verbündeter, beim Vertragsabschluss mit Fredericks. Lüderitz warnte das Auswärtige Amt vor politischen Verwicklungen mit England in Südwest. Und so entschloss sich der Reichskanzler 1884 zu dem berühmten Telegramm an den deutschen Konsul Lippert in Kapstadt. Sie wollen amtlich erklären, dass Lüderitz und seine Niederlassungen unter dem Schutz des Reiches stehen. Das Deutsche Reich war 200 Jahre nach den Engländern auch Kolonialmacht geworden. Noch war die Welt nicht ganz verteilt. Noch manche Flur auf Erden hart gleich der Braut. Die Hochzeit eilt, des Starken will sie werden. Noch manches Eiland lockt und lauscht aus Palmen und Bananen. Der Seewind braust, die Woge rauscht. Auf, freudige Germanen! Der Ort Bagida in der Nähe von Lomé, der Hauptstadt Togos.
Der deutsche Generalkonsul in Tunis, der Arzt und Afrikaforscher Dr. Gustav Nachtigall, erhielt von Bismarck den Auftrag, rasch geeignete Gebiete in Westafrika zu erwerben, bevor die anderen europäischen Kolonialmächte Afrika ganz unter sich aufgeteilt hatten. Nach Verhandlungen mit den Häuptlingen schloss Nachtigall am 5. Juli 1884 den zweiten Schutzvertrag für das Deutsche Reich. Häuptling Gassou III., dessen Großvater den Vertrag mit unterzeichnet hat, weiß genau, wie er sich damals abgespielt hat. Die Deutschen sind zu meinem Großvater gekommen und haben gesagt, sie wollen Ölpalmkerne gegen Tabak tauschen. Da hat er Placo und die anderen Häuptlinge holen lassen und ihnen gesagt, dass die Ausländer mit ihnen Geschäfte machen wollen. Hier in Bagida ist der Vertrag unterschrieben worden. Nicht in Togoville, wie manche Leute sagen. In Bagida ist unterschrieben worden. Gustav Nachtigall reiste auf dem Kanonenboot Möwe weiter. Und beinahe wären ihm die Engländer in Kamerun noch zuvorgekommen. Doch die Agenten der Firmen Wörmann und Janssen und Tormelen hatten den Schutzvertrag vorbereitet und er brauchte ihn nur noch zu unterzeichnen. Am 14. Juli 1884 erfolgte die feierliche Flaggenhissung. Damit nahm das Deutsche Reich sein drittes Schutzgebiet in Besitz und die Kaufleute erhielten den erstrebten Schutz des Reiches für ihre Geschäfte. Die Verträge, mit denen sich Douala-König Bell seine Zolleinkünfte und Funktionen als Zwischenhändler sichern wollte, wurden von den Deutschen später allerdings nicht eingehalten. Der ehemalige Lehrer Albert Bell, 90 Jahre alt, ist ein Enkel König Manga Bells. König Bell, mein Großvater, in demselben Jahr. 1884. Ja. Diese Fotografie ist die Foto meines Großvaters mit seinen Kindern. Der hatte 29 Söhne, ohne Tochter. Das ist der Großvater. Er war sehr schön, sehr und groß. Berlin, November 1884. Reichskanzler Bismarck hatte 14 Staaten zur Kongo-Konferenz geladen, um im Streit um die Gebietsansprüche der Kolonialmächte in Afrika zu vermitteln. Afrika wurde willkürlich, sozusagen mit dem Lineal, zwischen den Europäern aufgeteilt. Die künstlichen Grenzen gelten noch heute. Die Betroffenen wurden nicht gefragt. Dafür teilten alle Regierungen den Wunsch, die Eingeborenen mit der Zivilisation vertraut zu machen. Das Deutsche Reich war nun Kolonialmacht. Wie ist es dazu gekommen? Der Sieg über Frankreich im Jahre 1871 hatte Deutschland die lang ersehnte Einigung erbracht. Preußenkönig Wilhelm I. wurde deutscher Kaiser. Nationale Euphorie ergriff die Massen. Das Deutsche Reich war auf dem Weg zur Großmacht. Sturm und Drang der industriellen Gründerjahre taten ihr Übriges. Deutschland verwandelte sich in kurzer Zeit vom Agrar- zum Industriestaat. Wiesen und Wälder wichen Stahlwerken, Maschinenfabriken und Kohlegruben. Die Menschen strömten vom Land in die Stadt, um am Fortschritt teilzuhaben, mussten sich jedoch wegen des Überangebots an Arbeitskräften zu Hungerlöhnen bei 18-stündiger Arbeitszeit verdingen. Soziale und politische Grundrechte wurden ihnen verweigert. Die Industrialisierung vertiefte die Kluft zwischen Arm und Reich. Hand in Hand mit dem Wirtschaftsaufschwung vollzog sich eine Konzentration der Betriebe. Hütten und Stahlwerke wurden zusammengelegt. Es entstanden Konzerne, die ganze Industriezweige beherrschten. Auch der Handel erreichte Weltstandard. Das Deutsche Reich war zur Wirtschaftsmacht geworden. Das Geld floss reichlich.
In dieser Zeit des nationalen Aufbruchs wuchs der Pastorensohn Karl Peters heran. Der später umjubelte Kolonialpionier zeigte schon in der Schule besonderes Interesse am schwarzen Kontinent. Auch an Selbstbewusstsein scheint es ihm nicht gefehlt zu haben. Es ist mir zu jeder Zeit Bedürfnis gewesen, meine angeborene Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Das natürliche Ich bin ich zu behaupten. Als Student der Geschichte und Philosophie fühlte er sich zu Hause im Kreis einer nationalgesinnten, schlagenden Verbindung. 1880, nach dem Examen zum Studienrat, holte ihn sein Onkel nach London und führte ihn in die feinen Salons der englischen Gesellschaft ein. Meine Aufmerksamkeit galt vornehmlich stets dem Unterschied der Lebensbedingungen zwischen Großbritannien und Deutschland und den Ursachen für die voneinander so sehr abweichenden Wirtschaftsverhältnisse. Immer wurde ich auf die britische Kolonialpolitik als dem wesentlichen Merkmal zurückverwiesen. Mit dem Vorsatz, seinem Vaterland zu ebensolchem kolonialem Glanz zu verhelfen, kehrte er nach Deutschland zurück, das gerade in einer schweren Wirtschaftskrise steckte. Massenentlassungen hatten zu Not und Elend geführt und die sozialen Spannungen bedrohten die überkommene Ordnung. Das Bürgertum rief nach einem starken Staat. Kanzler Bismarck bekämpfte die Krise auf dreifache Weise. Mit den Schutzzollgesetzen versicherte er sich der Gefolgschaft von Industrie- und Großgrundbesitz. Die Opposition knebelte er mit dem Sozialistengesetz. Und die Forderung nach Kolonien setzte er ein, um im Wahljahr den von sozialen Abstiegsängsten geplagten Mittelstand bei der Stange zu halten. Die Parole jener Tage, die Hindenburg nach dem Ersten Weltkrieg wieder gebrauchte, lautete: Ohne Kolonien keine Sicherheit im Bezug von Rohstoffen. Ohne Rohstoffe keine Industrien, ohne Industrien kein ausreichender Wohlstand. Darum, Deutsche, müssen wir Kolonien haben. Karl Peters war ganz dieser Meinung. In Berlin lernte er den Missionsinspektor Fabri kennen, der 1879 einen Bestseller geschrieben hatte, Bedarf Deutschland der Kolonien. Eine Frage, die an den Stammtischen der zahlreichen Kolonialvereine diskutiert wurde. Peters träumte von einem deutschen Indien in Ostafrika, einem Platz an der Sonne. Und Fabri dachte, den Strom der auswanderungswilligen Arbeitslosen in deutsche Kolonien umzulenken. 1884 gründete Peters die Gesellschaft für deutsche Kolonisation. Dass sich Bismarck im Jahre 1884 entschloss, seine bisher ablehnende Haltung gegenüber Kolonien aufzugeben, ist wohl auf den Druck der Kaufleute und Bankiers zurückzuführen, die sich in Afrika der wachsenden Konkurrenz ausländischer Händler gegenüber sahen. Für ihre geschäftliche Expansion brauchten sie die Rückendeckung des Reiches. Und sie nützten die Gunst der Stunde, um ihre alte Forderung nach deutschen Kolonien politisch durchzusetzen. Die von Kolonialvereinen entfachte nationale Begeisterung ebnete den Weg. Der kleine Mann hatte nichts davon. Am 1. Oktober 1884 schiffte sich Dr. Karl Peters mit seinen Freunden Dr. Karl Jühlke und Joachim Graf Pfeil nach Sansibar ein. Von hier beabsichtigte Peters, an die afrikanische Küste überzusetzen, die dem Sultan von Sansibar nominell unterstand, unter Oberhoheit der Briten. Peters rüstete seine kleine Truppe mit Gastgeschenken aus und setzte auf eigenes Risiko nach dem Ort Sardane über. Der offizielle Reichsschutz war ihm versagt geblieben. Mit 40 Trägern brach er zu seiner Usagara-Expedition auf. Die ostafrikanische Küste war seit Jahrhunderten unter arabischem Einfluss. Araber betrieben den lukrativen Handel mit Sklaven und Elfenbein. Vom Hinterland wusste man im 19. Jahrhundert noch nicht viel. Forscher und Missionare hatten die alten Karawanenrouten benutzt. Die Eingeborenen waren in kleinen Königreichen und Häuptlingstümern organisiert. Sie lebten von Jagd und Ackerbau. Peters wurde von den Afrikanern gastfreundlich aufgenommen. Er reiste von Dorf zu Dorf und überredete die Häuptlinge, einen Schutzvertrag mit dem Deutschen Reich abzuschließen, wozu er gar nicht berechtigt war. Karl Peters: Der Einzug ins Kral erfolgte mit einer Art von Pomp.
Ich selbst hatte mir, um den Sultanen ebenbürtiger zu sein, eine Reihe von Fahnen mitgenommen, die ich aufziehen ließ. Außerdem waren Gerüchte von meiner Macht und meinem Einfluss in Umlauf gesetzt. Man tauschte Gastgeschenke und schloss Kontrakte ab, in denen die Häuptlinge die Hoheits- und Nutzungsrechte ihrer Gebiete an Peters abtraten. Viele von ihnen verstanden den Sinn dieser Verträge gar nicht, weil Privateigentum an Grund und Boden unbekannt war. Die Fahnen wurden gehisst, der Vertrag im deutschen Text von Dr. Jülke verlesen. Ich hielt eine kurze Ansprache, die mit einem Hoch auf seine Majestät, den deutschen Kaiser, endete. Und drei Salven demonstrierten den Schwarzen ad Oculos, was sie im Falle einer Kontraktbrüchigkeit zu erwarten hätten. Stämme, die sich widersetzten, zwang er mit der Waffe nieder. Auf diese Weise raffte Peters innerhalb von nur 5 Wochen ein Gebiet von der Größe Süddeutschlands zusammen. Anfang 1885 war Peters wieder in Berlin und schon 3 Wochen später erhielt er einen kaiserlichen Schutzbrief für seine Eroberungen. Aus der Gesellschaft für deutsche Kolonisation wurde im März 1885 die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft Karl Peters und Genossen, kurz DOAG. Peters machte sich nun daran, die Gebiete, die er, wie es in den Verträgen stand, für ewige Zeiten und zur völlig freien Verfügung an sich gebracht hatte, für seine Handels- und Ackerbaukolonie zu erschließen. An seine Schwester Elli schrieb er: Leider führt mein Weg über Leichen, da ich mein Ziel mit aller Rücksichtslosigkeit verfolgen muss. Peters sandte Expeditionen aus, um weitere Gebiete zu erforschen und in Besitz zu nehmen. Der Missionar Dr. Oskar Baumann, der für ihn das Usambara-Gebiet vermaß, überlegte: Was muss geschehen, um das erstrebte Ziel, die fruchtbringende Entwicklung der Kolonie, zu erreichen? Die Antwort lässt sich wohl am einfachsten in die Worte fassen: Steigerung der Produktion. Genau dies hatte Peters im Sinn. Er wollte Farmen errichten, Plantagen anlegen, Wege bauen und forderte von den Häuptlingen die Bereitstellung von Arbeitskräften, wie in den Verträgen vorgesehen. Karl Peters: Der Neger wurde von Gott für die körperliche Arbeit geschaffen. Und: Der Neger ist der geborene Sklave, dem sein Despot nötig ist, wie dem Opiumraucher seine Pfeife. Und der Kolonialbeamte Dr. Paul Rohrbach attestierte: Auf jedem Stück afrikanischen Bodens, wo das an sich bessere, für die Welt- und Menschheitsentwicklung wertvollere deutsche Volkstum gedeihen kann, das minderwertigere, eingeborene Volkstum aus Herrschaft und Besitz weichen muss. Daran müssen wir festhalten. Um die Finanzen der DOAG zu sanieren, zwang Peters den Sultan von Sansibar, seine Zoll- und Handelsrechte an der Küste abzugeben. Die arabische Händlerschicht sah dadurch ihre Existenzgrundlage bedroht. Doch Peters belegte die ganze Küstenbevölkerung auch noch mit Steuern und Gebühren und versuchte, ihren Land- und Grundbesitz an sich zu reißen. So kam es unter Führung von Bushiri Ben Salim und Bana Heri zum Aufstand, an dem sich nicht nur Peters Konkurrenten, die arabischen Händler, sondern auch die Mehrzahl der Bevölkerung beteiligten. Im ganzen Land herrschte Aufruhr. Niederlassungen der Gesellschaft wurden zerstört. Nur in Bagamoyo und Dar es Salaam konnten sich die Deutschen mit Hilfe von Kriegsschiffen halten, die vor der Küste kreuzten und mit ihren Geschützen in die Kämpfe eingriffen. Hermann von Wissmann wurde zum Befehlshaber der ersten kolonialen Eingreiftruppe ernannt. Der Reichstag hatte die militärische Intervention als Kampf gegen den Sklavenhandel deklariert. Mit 1000 in Ägypten angeworbenen Söldnern aus dem Sudan und Mosambik schlug von Wissmann den Aufstand in langwierigen Kämpfen nieder. Die arabischen Anführer wurden gefangen genommen. Bushiri Ben Salim kam vors Kriegsgericht, wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Bana Heri lieferte den Deutschen noch längere Zeit Guerillakämpfe. Die aufständischen Afrikaner wurden zur Zwangsarbeit verurteilt. Mit Hermann von Wissmann begann die militärische Eroberung Ostafrikas. Peters war in der Zwischenzeit wegen geschäftlicher Misserfolge
vom Vorstand der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft abberufen worden. 1891 versetzte man ihn als Kommissar ins Kilimandscharo-Gebiet. Später wurde er aus dem Staatsdienst entlassen. Der Kolonialpionier war gescheitert. Bagamoyo war im 19. Jahrhundert der bedeutendste Hafen im Gebiet des heutigen Tansanias und Umschlagplatz für Salz, Kobra, Trockenfisch und Elfenbein. Für viele Expeditionen war der Ort Ausgangspunkt ins Innere Afrikas. Seit 1887 war Bagamoyo die Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas. Das alte Zollhaus. Das Gefängnis. Der ehemalige Gouverneurspalast. Die älteste katholische Mission Ostafrikas mit einem Kirchturm aus dem Jahre 1868.1890 wurde Dar es Salaam Hauptstadt und die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft von der kaiserlichen Regierung übernommen. Bismarcks Konzept, nachdem er die praktische Kolonisation den Privatgesellschaften überlassen wollte, war gescheitert. Die Händler waren weder willens noch in der Lage, eine Kolonie zu verwalten. Von Wissmann wurde durch einen Zivilgouverneur abgelöst, der Sklavenexport untersagt, Freibriefe erteilt. Die Haussklaverei blieb jedoch bestehen. Ostafrika erhielt eine straffe Verwaltung und eine reguläre Schutztruppe. Mit ihrer militärischen Unterstützung machte sich die DOAG daran, die Kolonie wirtschaftlich effektiv zu erschließen. Die Ostafrikanische Gesellschaft schuf sich ein Handelsmonopol, wie ihr Vorbild die englische Ostindien-Kompanie. Sogar der Kaiser hielt Anteile. Der Augsburger Tiefbauingenieur Karl Peuker war dabei, als der Eisenbahnbau in Angriff genommen wurde. Bilder aus seinem Nachlass. Für die Baumwoll- und die 1893 eingeführten Sisal-Plantagen wurden viele Arbeitskräfte gebraucht, von denen es freiwillig nicht genug gab. Systematisch überzog die Verwaltung deshalb die Afrikaner mit einer Vielzahl von Steuern und Abgaben, die sie aber nicht aufbringen konnten. So mussten sie für ihre Steuerschuld Zwangsarbeit leisten. Da sie gleichzeitig nicht ihre eigenen Felder bestellen konnten, gerieten viele Familien in Not. Die Löhne waren zu niedrig oder wurden einbehalten. Ambrose Ngombale erinnert sich. Jedes Dorf bekam Tage zugewiesen, an denen die Leute auf den Plantagen arbeiten mussten. Die Arbeit war hart und wir mussten alle sehr leiden. Du wurdest auf dem Rücken mit der Peitsche geschlagen und durftest dich beim Graben nicht aufrichten. Wir bekamen keinen Lohn. Die Leute dachten, es sei bei solchem Leiden besser zu sterben, als in diesem Zustand zu leben. 1905 erhoben sich die Unterdrückten gegen ihre deutschen Herren. Zwei Jahre dauerte der Maji-Maji-Aufstand, benannt nach einem Zauberwasser, das die Afrikaner unverletzbar machen sollte. Den Guerillakrieg beantworteten die Militärs mit der Taktik der verbrannten Erde. Der ganze Süden des Landes wurde verwüstet. Mehr als 100.000 Menschen fielen dem Krieg zum Opfer. Togo in Westafrika. Die Überreste der ehemaligen deutschen Landungsbrücke in Lomé.
Togo war die Musterkolonie des Deutschen Reiches. Die alten deutschen Verwaltungsgebäude sind gut erhalten und restauriert. Der Gouverneurspalast, jetzt Gästehaus der Regierung. Der Deutsche Friedhof. Gouverneur August Köhler hat hier seine letzte Ruhestätte gefunden. Der Reichstagsabgeordnete Otto Fries. Der Forscher Dr. Ludwig Wolf. Die evangelische Kirche. Die katholische Kathedrale. Herr Eklo, Sie werden in diesem Jahr 84 Jahre alt. In diesem Jahr werde ich 84 Jahre sein. Dann haben Sie ja noch die deutsche Zeit in Togo erlebt. Sehr viel erlebt, wie ich sagen konnte. Wann sind Sie zur Schule gegangen? Von 1911 bis 1917. Woran können Sie sich noch erinnern aus der deutschen Zeit? Also in dieser deutschen Zeit kennen wir das. Es gibt Eisenbahn, die von Lomé nach Anejo geht. Und andere von Lomé nach Palimé. Und andere, die dritte, ist von Lomé nach Atapane. Das ist von den Deutschen gebaut worden? Ja, das ist von den Deutschen gebaut worden. Lomé vor 100 Jahren. In Togo gab es weniger Konflikte zwischen deutschen Händlern und afrikanischen Bauern. Arbeitskräfte wurden hier eher im Kontur gebraucht als auf Plantagen. Die mit den Deutschen gearbeitet haben, sind niemals faul in Afrika, hier in Togo. Sie sind bekannt als gute Arbeiter. Und ihre Lehren auch, sind auch genau. Dann sind wir jetzt stolz, zu sagen, wir sind die Deutschen. Schwarze Deutschen sind wir. In Togo wurden keine Kriege geführt und die kleine Polizeitruppe hatte nur geringen Widerstand, bei den Häuptlingen zu brechen. Die Erschließung des Landes ging relativ friedlich vor sich. Der niedere Gewaltanteil der deutschen Herrschaft erhöhte die Bereitschaft der Bevölkerung, sich anzupassen und Modernisierungsversuche mitzutragen. Die damalige Bauernpolitik hätte auch unter heutigen entwicklungspolitischen Kriterien Bestand. Da es Togo an Rohstoffen mangelt, setzte man auf die Land- und Forstwirtschaft. Dabei wurden vor allem die bäuerlichen Kleinbetriebe intensiviert. Es gab insgesamt nur 3 größere Plantagen. Deswegen entfiel in Togo auch die zwangsweise Rekrutierung von Arbeitskräften. Zwar wurden den Bauern Steuern auferlegt, aber die konnten sie durch eine 12-tägige Steuerarbeit pro Jahr ableisten. Das ermöglichte der Verwaltung den Bau des großen Straßennetzes, das in Togo geschaffen worden ist. Eine Ackerbauschule sollte den Baumwollanbau intensivieren helfen, um Deutschland vom internationalen Markt unabhängiger zu machen. Als Lehrer holte man sogar einen schwarzen Pädagogen aus den USA, der Erfahrung in der Ausbildung Farbiger hatte. Nach 3-jähriger Schulung konnten die Schüler ihre Kenntnisse auf zugewiesenem Land in der Praxis erproben. Saatgut und Arbeitsgeräte wurden unentgeltlich überlassen, nicht zuletzt in der Absicht, den jungen Männern rasch die Gründung eines eigenen Hausstandes zu ermöglichen. Das Gesundheitswesen, die Seuchenbekämpfung und die Trinkwasserversorgung waren vorbildlich. Die Entwicklungsarbeit von damals ist die Basis der heutigen guten deutsch-togolesischen Beziehungen. Der Tiefseehafen, von Deutschen erbaut, wurde 1968 seiner Bestimmung übergeben. Vor 100 Jahren war die Landung wegen der flachen Küstengewässer schwieriger. Erst nach dem Bau einer Landungsbrücke 1904 konnte man einigermaßen trockenen Fußes ans Ufer gelangen. Die Kolonialverwaltung kam mit erstaunlich wenig deutschen Beamten aus. Schon frühzeitig wurden auf den unteren und mittleren Rängen Togolesen eingesetzt.
so auch bei der Post und beim Telegrafenwesen. Togo war die einzige Kolonie, die bereits 1895 an das Welttelegrafennetz angeschlossen worden ist. Und 1913 hatte man von der Großsendeanlage Kamina direkte Verbindung nach Deutschland. Die Anlage wurde bei Kriegsbeginn 1914 von den Deutschen gesprengt. Diese Mauern sind geblieben. Die Tradition in der Ausbildung von Verwaltungspersonal wird heute fortgeführt durch die L'École nationale d'administration, der Verwaltungshochschule in Lomé, in der ehemaligen deutschen Hauptpost untergebracht. Sie ist ein Entwicklungsprojekt der Hans-Seidel-Stiftung. Der ungewöhnlich hohe Anteil afrikanischer Angestellter im europäischen Sektor war zurückzuführen auf ein differenziertes Schulsystem innerhalb der Kolonie. Dabei legte die Verwaltung natürlich Wert auf die Unterrichtung in deutscher Sprache, was zu Auseinandersetzungen mit den Missionaren führte, die der Erhaltung der eingeborenen Sprache Ewe große Bedeutung beimaßen. Wegen der Schulfinanzierung mussten die Missionare jedoch Konzessionen eingehen. Missionen und Kolonialverwaltung waren in vielen Bereichen aufeinander angewiesen. Sie benutzten sich gegenseitig. Herr Pastor Wiegräbe, Sie sprechen Ewe. Sie haben viele Jahre in Togo nach dem Krieg gelebt und sind sehr vertraut mit der Missionsgeschichte der Bremer Mission. Welche Erziehungsziele hatte denn die Mission in Togo? Ursprünglich hatte die Mission natürlich nur das eine Ziel, die Afrikaner zu befähigen, dass sie die Bibel lesen konnten. Und deswegen musste man ihnen ja schon Lesen und Schreiben beibringen. Aber das allgemeine Ziel war natürlich auch, dass man den Menschen als Ganzes helfen wollte, dass sie weiterkamen. Und darum kam dann Rechnen und Schreiben und all das. Und willkürlich ganz von selbst dazu. Die Kinder lernten in den Schulen, ich bin ein Togo-Knabe und habe die Heimat lieb. Sie sangen, es brauchst ein Ruf in Donahal. Sie sangen im Wald und auf der Heide. Und noch vor kurzem, wenn ich das einfügen darf, als ich 73 noch mal draußen war, da hat ein alter Pastor noch zitiert, wo ist Paris, Paris da hier, den Finger drauf, das nehmen wir. Also sie waren ganz gute Deutsche geworden. Sie waren tatsächlich Deutsche geworden, sie fühlten sich als Deutsche. Hingen am Kaiser, naja. Die Missionen förderten die handwerkliche Ausbildung der jungen Togolesen. Dies war ganz im Sinne der deutschen Verwaltung, die weitgehend unabhängig werden wollte von teuren Importen aus dem Reich. Im Jahre 1902 hat der Bremer Missionsdirektor Schreiber in der Presse in Deutschland von den Ausschweifungen der deutschen Kolonialbeamten berichtet. Daran hat die Mission sehr Anstoß genommen. Das ist auch schlimm, nicht, wenn sie da einfach die schwarzen Mädchen nehmen. Und da sind auch Übergriffe vorgekommen. Also ich könnte mir nicht denken, dass die Missionare sich viel aufgeregt haben, was eben so sozusagen Sitte ist, nicht, dass die weißen Leute auch ihre schwarzen Damen da haben. Zum Glück ist es so, dass die Afrikaner die Mulatten, also diese Ergebnisse schätzen möchte, also nicht etwa verachten. Es kann aber auch mal, später anders kommen, wenn sie auch mal einen Rassenfimmel kriegen, das dann heißt, ihr seid keine Echten, das weiß ich nicht. Im Nationalarchiv findet sich ein standesamtliches Verzeichnis aller Mischlingskinder jener Zeit und sogar ein Vaterschaftsprozess ist dokumentiert. Es erscheint die eingeborene Nyatono und erklärt, sie lebe seit einem Jahr mit dem Lokomotivführer Fritz Prenzer zusammen. Aus diesem Verhältnis sei ein Mulattenmädchen hervorgegangen. Herr Prenzer hätte weder für sie noch für die Tochter bis heute gesorgt. Sie bittet das kaiserliche Bezirksamt, Prenzer anzuhalten, einen monatlichen Unterhaltszuschuss für das Kind zu geben.
Prenzer erhebt Einrede des Mehrverkehrs, da sich Niatono auch mit anderen Lokomotivführern eingelassen hätte. Das kaiserliche Bezirksamt verurteilte Prenzer zu 40 Mark monatlicher Unterhaltszahlung. 1934 wurde in Lomé der Club der deutschen Mischlinge gegründet. Mitgliederzahl 153. Nur ein Dutzend von ihnen ist noch am Leben. Ich bin ein Deutscher. Mein Vater, Direktor der Deutschen Togo-Gesellschaft, marié avec ma mère à Anecho. Je suis né le 26 octobre 1910. Ich bin am 16. Oktober 1910 in einem Dorf in der Region Kulto geboren. Das Dorf heißt Akometomewe, 3 Kilometer von Misahoe entfernt, der Residenz des Bezirksamtmanns Dr. Hans Gruner, meinem Vater. Ich bin ein Kind von Karl Feuberg, einem Ingenieur, und in Buplatishi geboren. Ich bin geboren 3 Monate vor meinem Vater schon weg. Notre Patrie, la Patrie de notre Père, Deutschland. Wir möchten gerne unsere Heimat besuchen, die Heimat unserer Väter, Deutschland. Wir haben aber kein Geld für die Reise. Und es ist unser größter Wunsch, dass man uns die Hin- und Rückreise bezahlt, damit wir unsere Heimat sehen, bevor wir sterben. Oder wenigstens sollte einer aus der Familie kommen, wenn noch jemand lebt. Das ist unser größter Wunsch. Commence à pleurer.